Schönen Vormittag, herzlich willkommen bei der Pressestunde. Wir sind mitten im Sommer mit hohen Temperaturen, aber was soll eigentlich möglich sein in diesem zweiten Sommer mit Corona? Zum Beispiel in den vielen Pflegeheimen. Dann der Fall Leonie und Abschiebungen als besonders heikle Debatte in Österreich. Und was bedeuten die Chats aus dem Kanzlerumfeld für die katholische Kirche? Nur einige der Themen, über die wir heute mit dem Präsidenten der Caritas, Michael Landau, sprechen wollen. Schönen Vormittag, herzlichen Dank fürs Kommen. Gerne, danke, grüß Gott. Und die Fragen mit mir stellt Doris Vettermann, Innenpolitikredakteurin der Kronenzeitung. Auch Ihnen vielen Dank fürs Kommen, schönen Vormittag. Schönen Vormittag. Ja, Herr Präsident, wir beginnen diese Pressestunde nicht mit Corona. Zu diesem Thema kommen wir später noch recht ausführlich, sondern wir wollen sprechen über den Fall Leonie, ein besonders tragischer, ein schrecklicher Fall. Da stehen vier Afghanen im Verdacht, die 13-Jährige unter Drogen gesetzt zu haben, vergewaltigt zu haben, jedenfalls mit Todesfolge. Jetzt ist die Debatte neu entbrannt, kann man sagen, um Abschiebungen. Da geht es um, in dem Fall, die Afghanen, einige davon sind amtsbekannt, hätten schon abgeschoben werden können. Also da geht es um Abschiebung von Vorbestraften. Die Caritas ist dem Flüchtlingsthema als solches ja auch nahe, betreut zum Teil Flüchtlinge. Wo positionieren Sie sich da? Wann hat jemand das Recht verwirkt, da zu bleiben? Also zunächst zum konkreten Fall. Wenn hier ein 13-jähriges Mädchen, ein Kind unter Drogen gesetzt wird, missbraucht wird und zu Tode kommt, dann kann das niemanden kalt lassen. Das macht einen traurig, wütend, sprachlos. Und aus meiner Sicht ist ganz klar, für Gewalt gegen Frauen darf in unserem Land kein Platz sein. Das heißt, ich erwarte mir hier, dass die Täter auch mit aller Härte des Gesetzes bestraft werden. Und ich glaube, auf der einen Seite gilt das Mitgefühl der Familie. Das scheint mir der wichtigste Punkt zu sein. Das andere ist aber auch, dass wir als Land daraus etwas lernen müssen, als Gesellschaft daraus etwas lernen müssen. Bestraft heißt was und daraus lernen heißt was konkret? Nun, ich glaube, dass es hier ganz klar ist, dass die Gesetze in aller Härte anzuwenden sind. Gewalt gegen Frauen hat keinen Platz in Österreich. Das ist ja auch einzuordnen ein Stück weit. Es ist der 15. Femizid, der 15. Mord an einer Frau. Und ich bin froh, dass hier der Bundespräsident klare Worte gefunden hat. Und ich bin auch dankbar, dass die Bundesregierung jetzt ein Gewaltschutzpaket auf den Weg gebracht hat. Das ist wichtig. Ich glaube, man muss aber auch die konkreten Einzelheiten, die Sie ja auch am Anfang angesprochen haben, in den Blick nehmen. Es sind vier junge Afghanen, von denen, so wie sich die Situation darstellt, Einzelne hier nicht sein sollten. Und hier, glaube ich, muss man auch auf der einen Seite sagen, sieht man sich die Statistik an, etwa des IHS, dann ist das eine Gruppe junge Männer, oft als unbegleitete Minderjährige gekommen, mit einem schwierigen patriarchalen Frauen- und Gesellschaftsbild, die hier mit den Gesetzen in Konflikt kommen. Das verbietet auf der einen Seite jeden Generalverdacht. Ich glaube, das dürfen wir und wollen wir nicht in Österreich anfangen. Auf der anderen Seite ist es nicht rassistisch, das zu benennen, sondern es ist ein Blick auf die Fakten. Und wenn ich mir die Diskussion im Anschluss ansehe, dann fällt mir auf, dass hier ein Stück weit das Innenministerium sozusagen auf das Justizministerium gezeigt hat und gesagt hat, das liegt jetzt über ein Jahr der Fall und Sie haben mehrmals hingewiesen, das ist jemand, der außer Landes gehört und umgekehrt, dass das Justizministerium auf das Innenministerium gezeigt. Ich würde mir erwarten, dass sich beide Justizministerium und Innenministerium zusammensetzen und sagen, was lernen wir denn daraus? Und das heißt beispielsweise, wenn beim Bundesverwaltungsgericht die Kapazitäten nicht ausreichen, dann denke ich, müssen sie dort aufgestockt werden. Dann muss man aber auch sehen, was sind denn Fehler in der Vergangenheit gewesen. Ich benenne nur zwei. Das eine ist, wo hat es denn Kürzungen im Bereich des Gewaltschutzes gegeben? Wo sind wichtige Dinge zurückgegangen? Ich erinnere 17, 18 etwa, wo vom Innenministerium bei das Thema Fallkonferenzen, aber auch beim Thema Integration. Das heißt, hier glaube ich, muss man einfach genau hinschauen und lernen. Und das heißt aber, hätte man hier
schneller handeln müssen, schneller entscheiden. Beide Behörden sind betroffen, da gibt es die wechselseitigen Schuldzuweisungen. Oder anders gesagt, die Kanzleramtsministerin Ed Stadler hat schon gesagt, künftig müsste man priorisieren. Trifft sich das mit dem, was Sie fordern? Das kann eine der möglichen Lehren daraus sein. Aus meiner Sicht ist klar, wer hier massiv mit dem Gesetz in Konflikt gerät, wer hier ein Sicherheitsrisiko ist, der hat auch das Recht auf Schutz verwirkt. Das ist geltendes Gesetz. Und ich denke, es ist richtig, dass dieses geltende Gesetz auch angewendet wird. Das heißt, es muss klar sein, dort, wo kein Schutzanspruch besteht oder auch wo Schutz einfach verwirkt wird, dass Menschen, wo es das Recht zulässt, auch wieder außer Landes kommen müssen. Das ist, denke ich, einfach auch so klar zu sagen, es darf dafür keinen Platz geben. Sie haben jetzt das Gesetz und die Einhaltung der Gesetze angesprochen. Es ist jetzt aber auch eine Diskussion wieder entbrannt, ob man nach diesem tragischen Mordfall nicht die österreichischen Asylgesetze verschärfen sollte oder müsste. Die FPÖ fordert sogar eine Abschiebeoffensive und ein komplettes Aussetzen aller Asylanträge auf österreichischem Boden. Wie ist da Ihre Sicht? Reichen die bestehenden Gesetze aus oder bräuchte es Nachschärfungen? Nun, zum Ersten, die Gesetze werden seit 20 Jahren immer wieder verschärft. Und trotzdem passt einiges nicht. Ich denke daran, dass wir vor nicht allzu langer Zeit mit Hunden Kinder abgeschoben haben, wo die ganze Klasse auf der Tacke war und die bestens integriert gewesen sind, Lehrlinge, die fast die Lehre fertig haben, die dann außer Landes gebracht werden. Und Menschen, wie in diesem Fall, werden nicht außer Landes gebracht, die hier eigentlich, so wie sich die Situation darstellt, nichts zu suchen haben. Auf der einen Seite glaube ich, Anlassgesetzgebung ist immer etwas Schlechtes. Das ist einfach keine gute Arbeit. Auf der anderen Seite führt die Republik nach Afghanistan Abschiebungen durch. Und die Gerichte sagen, diese Abschiebungen sind möglich. Hier muss man natürlich auch, weil das ja auch ein Stück weit in der Frage mit gemeint gewesen ist, so wie es das Ministerium zu Recht tut, im Einzelfall prüfen. Das ist bei Afghanistan auch deshalb notwendig, weil gerade in diesen Tagen der US-Präsident ja den Abzug der Truppen angekündigt hat und bereits in der jüngsten Vergangenheit ein deutlicher Vormarsch der Taliban erfolgt ist. Das heißt, hier muss man einfach die jeweilige Situation aktuell bewerten. Das heißt hier, glaube ich, dass der Weg richtig ist, den die Republik geht. Und ich bin schon auch der Meinung, man kann darüber nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Das heißt aber sehr wohl auch Abschiebungen nach Afghanistan, wenn ich es jetzt richtig verstehe, weil die Justizministerin hat ja vor kurzem gesagt, man müsse die Abschiebungen nach Afghanistan, das von vielen Experten als nicht sicheres Land eingestuft wird, überprüfen. Die ÖVP hat dann nach dem fürchterlichen Mord sofort gemeint, mit der ÖVP wird sicher keinen Abschiebestopp geben, habe ich Sie richtig verstanden, durchaus in jedes Land abzuschieben. Das Ministerium prüft im Einzelfall. Ich glaube, es ist ein Unterschied, in welche Regionen, welche Gruppen betroffen sind. Und diesen Weg, denke ich, muss man nach vorne gehen. Was ich benenne, ist, dass gerade in Afghanistan die Sicherheitslage sich massiv verändert. Und das wird sehr genau zu beobachten sein. Und ich glaube, hier gilt, wie insgesamt bei den Themen von Flucht und Asyl, dass Österreich, Europa, die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention auf Punkt und Beistrich einhält. Aber darüber hinaus, denke ich, gilt hier das Recht und ich bin sehr dafür, dass es auch angewendet wird. Wenn Sie sagen, auf Punkt und Beistrich einhalten und anwenden, die Priorisierung, eine etwaige Beschleunigung, das lässt ja zunächst noch auf sich warten und die aktuellen Fälle, da trifft das sowieso nicht mehr zu. Wie ist denn das? Die Caritas-Betreuer übernehmen zumindest teilweise auch Fälle, Afghanen oder andere Menschen, die ansuchen und begleiten sie durch die erste, zweite Instanz den ganzen Weg. Gibt es da einen Moment oder ein Dilemma, das Sie verspüren, dass man sagt, wenn es um Straffälle geht, da sollte man das Verfahren nicht ausreizen, nicht bis zum Letzten gehen, nicht verzögern? Danke für die Frage, weil sie die Möglichkeit gibt, ein Missverständnis zu klären. Als Caritas geht es uns nicht darum, dass möglichst viele Menschen in Österreich Asyl erhalten, sondern als Caritas geht es uns darum,
dass diejenigen Menschen, die Schutz brauchen, und da ist die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention ein ganz entscheidender Rahmen, dass diese Menschen auch Schutz finden können. Und ich glaube, gerade heuer ist daran zu erinnern, wir haben 70 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention. Dieses Dokument ist entstanden aus den Erfahrungen des Gräuels nach dem Zweiten Weltkriegs und dem Wunsch sehr vieler Staaten weltweit, dass sich das nie wiederholen darf. Das heißt, für mich ist das so etwas wie eine Magna Carta des Rechts in diesem Bereich. Der frühere Parlamentspräsident Andreas Kohl hat einmal von heiligem Recht gesprochen. Und ich bin nicht immer seiner Meinung und ja, wahrscheinlich meiner auch nicht immer, aber das trifft die Sache schon. Ich glaube aber durchaus, dass in diesem Bereich einige Weiterentwicklungen und Verbesserungen notwendig sind. Ich benenne drei Stück. Ich glaube, dass es drei wichtige Themenfelder gibt im Bereich Flucht und Asyl. Das erste ist, wir werden letztlich auf Sicht keine italienische, spanische, deutsche oder österreichische Lösung finden, sondern nur eine europäische Lösung. Das heißt, es braucht so etwas wie einen vernünftigen EU-Asyl- und Migrationspakt. Da ist ein wesentliches Element, dass wer Schleppern das Handwerk legen will, auch sichere Zugänge ermöglichen muss. Oder ein anderes wichtiges Element, dass es einen grundsätzlich solidarischeren Zugang braucht. Das hat Österreich selbst erfahren. Wir haben als Land viel geleistet in diesem Feld. Das sollen wir uns nicht kleinreden lassen. Aber klar ist, wir, so wie Österreich, Deutschland, Schweden die Aufgaben nicht bewältigen können, können auch Italien, Spanien, Griechenland die Aufgaben alleine nicht bewältigen. Zu Europa kommen wir gleich noch, nur kurz noch nachgefragt, wenn wir bei den österreichischen Verfahren, bei der Praxis, auch durch Ihre Betreuer bleiben, noch mal nachgefragt, wo ist ein Limit, wo verspüren Sie vielleicht den Moment zu sagen, da sollte man nicht mehr weitergehen, da sollte man nicht mehr begleiten, oder muss man es in jedem Fall bis zur letzten Instanz begleiten? Ich sage es noch einmal, es ist so, dass wir nicht das Ziel haben, dass möglichst viele Asyl erhalten, sondern dass die, die Schutz brauchen, ihn finden. Ich mache das an zwei Dingen fest. Zum einen, wir haben als eine der ersten Organisationen mit der Rückkehrberatung begonnen. Das war 95, 96 und ist so entstanden, dass die Mitarbeiter mir gesagt haben, es kommen Menschen zum Teil mit falschen Erwartungen hierher. Und ein Teil unserer Arbeit besteht darin, sie zu enttäuschen, ihnen eine Täuschung zu nehmen und ihnen auch unter Umständen deutlich zu machen, es wird hier keine Perspektive geben, weil die Gründe, die sie vorbringen, keine sind, die dem Recht entsprechen. Und wir haben daher diese Arbeit begonnen. Und bei der Beratung selbst hat es ja bereits zwei wesentliche Änderungen in der Vergangenheit gegeben. 2011, wo die Rechtsberatung im Wesentlichen an zwei Träger gegangen ist, nämlich den Verein Menschenrechte Österreich und eine Arbeitsgemeinschaft gebildet aus Volkshilfe Oberösterreich und dem Diakonie-Flüchtlingsdienst. Das heißt, wir schauen dorthin, wo wir das Gefühl haben, dass Menschen übrig bleiben, dass etwas nicht so funktioniert hat, wie es funktioniert hat. Das ist das, wo wir tätig sind, weil es uns darum geht, klar ist, nicht jeder, der Asyl beantragt, wird Asyl erhalten können. Aber jeder und jede hat ein Recht auf ein faires, rasches, qualitätsvolles Verfahren. Und das ist das, wofür wir uns einsetzen, damit möglichst rasch klar wird, wer braucht Schutz, aber auch möglichst rasch klar wird, wer diesen Schutz nicht braucht. Und ich glaube, zur Glaubwürdigkeit dieser Verfahren gehört es auch, wenn sie negativ ausgehen, dass in letzter Konsequenz Menschen hier nicht bleiben können. Das, denke ich, ist auch ein wichtiges Element, das man so benennen muss. Rasches Verfahren ist genau das Stichwort, und Sie haben es schon angesprochen. Das Bundesverwaltungsgericht hat selber zugegeben, dass es eigentlich mit der Flut an Anträgen und Beschwerden überhaupt nicht zurande kommt und dass sie die nicht fristgerecht abhandeln und behandeln können. Es heißt, man sei immer noch mit den Fällen von der Flüchtlingswelle 2015, 2016 beschäftigt. Das heißt, rückblickend gefragt, war Österreich damals einfach zu offenherzig, zu großmütig, zu großzügig, zu unaufmerksam vielleicht auch, dass wir das im Nachhinein alles gar nicht bewältigen können? Das sind zwei Fragen. Das eine ist, ich halte es für ganz entscheidend, bei den Fluchtursachen anzusetzen. Solange Krieg herrscht,
Solange Menschen in den Herkunftsländern und Regionen keinen Schutz und keine Sicherheit finden und solange mit Waffenhandel viel Geld verdient wird, solange werden sich Menschen auf den Weg machen, auch nach Europa, auch nach Österreich. Das heißt, dort gilt es hinzuschauen. Ich bin froh, dass der Papst das immer wieder benennt. Und ich glaube, genau deshalb ist die Hilfe in den Herkunftsländern und Regionen so wichtig. Es sind derzeit etwas über 80 Millionen Menschen auf der Flucht, davon knapp 90% in den Herkunftsländern und Regionen, 86% etwa. Das heißt, es kommen nicht so viele her. Und wir sind deshalb in Jordanien tätig, wir sind deshalb im Libanon tätig, im Nordirak, weil es gut ist, dass die Kinder dort eine Schulbildung erhalten, dass sie sich nicht auf den Weg machen, dass die Eltern dort leben können, halbwegs würdig leben können. Das ist ganz wichtig. Das heißt, dieser Ansatz bei den Fluchtursachen, und da leistet Österreich einiges. Das kommt kaum vor, aber ich glaube, dass zum Beispiel in der Entwicklungszusammenarbeit auch seitens der ADA, seitens des Außenministeriums hier wertvolle Arbeit geleistet wird, auch seitens des Innenministeriums übrigens. Ich glaube allerdings darüber hinaus, dass auch hier bei der Geschichte, die Sie ansprechen, 2014, 2015, die Wurzeln noch einen Schritt tiefer liegen. Der Hintergrund ist der Syrienkrieg. Und hier hat das World Food Programme damals die Hilfe massiv reduziert, fast halbiert. Und daraufhin haben sich viele Menschen auf den Weg gemacht. Das hat nichts damit zu tun, dass sie jetzt plötzlich die deutsche Kanzlerin gesagt hätte, die sollen alle kommen oder irgendjemand anderer, sondern dass die Eltern den Kindern beim Verhungern nicht zusehen wollten. Und ich glaube, deshalb ist diese Hilfe vor Ort ein wichtiges Element, deshalb ist die europäische Lösung ein wichtiges Element, deshalb braucht es auch in Österreich rasche, klare, qualitätsvolle Verfahren. Und hier hat Österreich ja in der Vergangenheit auch wertvolle Hilfe geleistet. Ich erinnere etwa an die Resettlement-Programme unter der damaligen Innenministerin Johanna Mikl-Leitner, wo besonders verletzliche Menschen nach dem syrischen Krieg hierher gebracht worden sind. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert, zusammen mit dem Innenministerium, mit den internationalen Organisationen und in einer Zusammenarbeit zum Beispiel auch der Hilfsorganisationen untereinander. Wir haben hier mit dem Roten Kreuz sehr eng gearbeitet. Sie sprechen die europäische Lösung an, aber die gibt es ja nicht. Also Europa ringt ja seit Jahren, Jahrzehnten mit dem Asylthema, mit der Migrationsfrage. Lange Zeit wurde um eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge diskutiert. Darüber diskutiert man schon lange nicht mehr. Auch Österreich hat sich dagegen ausgesprochen, und zwar auch immer wieder. Haben Sie irgendeine Hoffnung, dass es da in absehbarer Zeit zu einer europäischen Lösung kommt? Oder ist das halt einfach nur ein schönes Schlagwort und eine Träumerei? Ich glaube, es gilt mit aller Kraft darum zu ringen. Ich glaube, es gilt darum zu ringen in dem Bündel von Maßnahmen, die am Ort ansetzen. Ich glaube, es geht darum, dass wir auch ein Stück weit das Denken hier ändern. Ich glaube, es geht um das Recht, nicht fliehen zu müssen. Es gibt ja gute Untersuchungen, die sagen, das hängt mit Kriegen zusammen, das hängt mit dem Klimawandel zusammen, das hängt mit fehlenden Lebensperspektiven zusammen. Und an diesen Dingen gilt es anzusetzen. Und noch einmal, ich bin überzeugt, es wird letztlich nicht funktionieren, dass Deutschland, Italien so das macht, Österreich so das macht, Spanien, sondern wir werden einen gemeinsamen Weg finden. Und die Erfahrung zeigt, Europa ist auch imstande, solche gemeinsamen Wege zu finden. Ich bin da zuversichtlich. Ich weiß aber, es ist etwas so bohrenharter Bretter mit Geduld und Augenmaß. Ein Gegenbeispiel sind immer noch und weiterhin die Lager auf den griechischen Inseln. Da sind immer noch tausende Flüchtlinge, auch viele Kinder untergebracht. Sie haben vorhin erwähnt, frühere Hilfe und Programme, Resettlement aus Österreich. Das passiert jetzt mit den Kindern oder überhaupt den Flüchtlingen von dort nicht, obwohl es durchaus Stimmen dafür gibt. Unser Generalsekretär für internationale Programme war in dieser Woche vor Ort. Habe ich gelesen, und genau darauf wollte ich Sie kurz ansprechen. Ich habe ein Zitat mitgebracht. Er sagt, Österreich sollte sich endlich an humanitären Aufnahmeprogrammen von anerkannten Flüchtlingen beteiligen und nationale Alleingänge würden das Problem nicht lösen. Hat er recht? Und was fordern Sie von der Politik? Das ist ein kleines Stückchen des Texts. Wenn man die Überschrift ansieht, dann ging es zuallererst um die Frage der Integration in Griechenland. Die Situation auf den griechischen Inseln hat sich verbessert.
Die Lager sind besser geworden. Das, denke ich, muss man sehen und anerkennen. Und viele sind von Griechenland auch mit positivem Bescheid auf das Festland gekommen. Und hier gibt es ein Problem, nämlich Griechenland hört jegliche Unterstützung nach einem Monat auf und stattet die Menschen mit Pässen aus. Und hier, glaube ich, zu Griechenland nicht nur zu erinnern, dass es eine Verpflichtung hat, wie es umgeht. Und da ist zum Beispiel die österreichische Hilfe schon wichtig gewesen, sondern auch hier bei der Integration zu unterstützen. Das, denke ich, ist eine Aufgabe, die ansteht. Und das ist noch ein Thema. Für viele ist die Situation dort extrem psychisch belastend auf den Inseln durch den Lockdown aufgrund der Corona-Themen. Das heißt, ich glaube, da sind wir weiter gefordert. Aber genau hier zeigt sich, es ist möglich, etwas zu tun. Ein wichtiger Punkt, und da komme ich auf das Zitat, das Sie gebracht haben, ein wichtiger Punkt dabei ist, dass eine Reihe von europäischen Ländern hier Menschen aus Griechenland aufgenommen haben, damit der Druck dort zurückgeht. Und sein Appell war, so wie das auch der geschäftsführende Caritas-Direktor von Wien, der Klaus Schwertner, immer wieder erinnert, Österreich sollte sich an einer solchen geordneten humanitären Aktion mit vielen anderen Ländern zusammen beteiligen. Pardon, ist das auch Ihr Appell? Weil die griechische Politik beobachten wir natürlich und ich habe das auch gelesen, aber ist das ganz konkret für Österreich auch Ihr Appell? Und wenn ja, in welchem Umfang? Ich sehe, dass sehr viele Gemeinden quer über alle politischen Parteien bereit wären, hier Familien, besonders Verletzliche, aufzunehmen. Die Bischöfe haben hier einmal gesagt, 100 Familien mit kleinen Kindern aus Syrien, wo klar ist, dass die einfach dort nicht leben können, wo also der Schutzstatus klar ist, das würde der guten österreichischen Tradition entsprechen. Und ich würde meine Arbeit schlecht machen, würde ich daran nicht erinnern. Wir tun das mit einer gewissen Beharrlichkeit. Und die Erfahrung zeigt, Österreich kann das und hat das gut gemacht in der Vergangenheit. Weil Sie aber die Hilfe angesprochen haben, Sie haben gemeint, die wirkt auch vor Ort. Das hat sich aber auch gezeigt, auch die Probleme der Hilfe dort. Die österreichischen Hilfsgüter, die das Innenministerium runtergebracht hat, sind, glaube ich, monatelang in einem Hangar in Athen gelegen, weil in Griechenland offenbar niemand wusste, was man damit machen soll. Das ist das eine. Und das zweite, nur konkret die Frage. Es gibt immer wieder so die Zahl, Österreich oder die Forderung, Österreich soll 100 Flüchtlinge oder 100 unbegleitete Minderjährige, wie es oft heißt, aufnehmen. Ist diese konkrete Zahl 100 auch Ihre Forderung, beziehungsweise ist das dann nur ein Tropfen auf dem heißen Stein oder ist das einfach eine symbolische Geste? Wie sehen Sie das? Die Größe, die wir immer wieder benannt haben, mit anderen zusammen, sind 100 Familien mit kleinen Kindern aus Syrien, wo klar ist, dass sie verfolgt sind, wo das der österreichischen Tradition der Resettlement-Programme, der humanitären Aufnahmeprogramme entspricht. Das können wir, das würde Österreich leisten. Und hier gibt es eine ganze Reihe von Gemeinden, die gesagt haben, Christian Konrad koordiniert hier ja etliches, die gesagt haben, sie wären bereit dazu, auch diesen Beitrag zu leisten im Rahmen einer geordneten humanitären Aktion, wo viele andere europäische Länder ja heute schon mit tun, auch so kleine wie Luxemburg. Also das, glaube ich, kann ein Beitrag sein, der ein Stück weit der österreichischen Tradition entspricht. Wo wir die Hilfe des Innenministeriums zum Beispiel, ja, das hat ein Stück gebraucht, aber mittlerweile sind die Dinge angekommen. Mittlerweile. Und man muss beharrlich bleiben. Genau das zeigt, dass die Beharrlichkeit sich auszahlt. Also. Aber wenn Sie sagen Beharrlichkeit, warum glauben Sie, werden Sie und andere da nicht gehört? Woran scheitert es? Es ist manchmal Arbeit gegen die Schwerkraft. Aber umgekehrt ist das genau die Dinge, die Weise, wie Wachstum stattfindet in der Arbeit gegen die Schwerkraft. Machen wir einen Sprung zum nächsten großen Thema, nämlich Corona. Die Gesellschaft betrifft auch die Caritas mit ihren vielen Heimen. Das ist ein besonders wichtiges Thema auch für Sie. Da gibt es ja insgesamt in der Gesellschaft, aber auch in den Heimen jetzt seit dem 1. Juli konkret Lockerungen, keine Besuchsbeschränkungen mehr. Auch Veranstaltungen sind nach den verschiedenen Regeln wieder möglich. Gleichzeitig gibt es die Warnungen der Virologen vor einer vierten Welle, vor der Delta-Variante, die sich auch in Österreich jetzt durchsetzt. Wenn wir bei den Heimen gleich bleiben,
Glauben Sie, dass es da nicht eigentlich mehr Sicherheit bräuchte für die Heimbewohner, auch fürs Personal natürlich? Das sind jetzt mehrere Fragen. Die eine Frage nach der Pflege im Kontext von Corona, aber darüber hinaus, weil das ein ganz wichtiges Thema ist, nach meiner festen Überzeugung. Das andere im Konkreten, für die Häuser und Heime, die Seniorenhäuser, Pflegeeinrichtungen. Erstens, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben hier Großartiges geleistet. Das galt am Anfang, wo diese Phase der Kreativität war, wie es einer der Hausleiter gesagt hat. Und das gilt durch die Zeit hindurch bei der Phase der Disziplin, wie der gleiche Hausleiter dann gesagt hat. Also Kreativität, das war toll. Das betrifft jetzt nicht nur die Caritas, sondern insgesamt. Da haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tolle Arbeit geleistet. Ich glaube zweitens, dass wir hier sehr genau aufpassen müssen, weiterhin auch den Erfordernissen der Sicherheit Rechnung zu tragen. Ich bin sehr froh, dass die Bewohnerinnen und Bewohner praktisch vollständig durchgeimpft sind. Und wir haben in Wien, so wie alle anderen auch, das war ja etwas, das auch von der Stadt her sehr klar benannt worden ist, die Ordensspitäler machen das, die Caritas-Einrichtungen machen, alle anderen jetzt nach und nach auch, dass wir gesagt haben, wir nehmen nur mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf, die geimpft sind, weil wir hier auch eine Verantwortung den Bewohnerinnen und Bewohnern, aber auch den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber haben, die, die schon Mitarbeiter sind, werden weiterhin regelmäßig getestet. Wir erwarten weiterhin, dass die Bestimmungen etwa bei Masken eingehalten werden. Das heißt, wir sind hier, wie alle anderen Träger auch, sehr genau. Das ist ein Stück weit unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Da bin ich aber zuversichtlich, dass die jeweiligen Caritas-Verantwortlichen mit ihren Ländern gut im Gespräch sind und da einen guten und sicheren Weg finden. Das heißt, nur noch mal nachgefragt, Impfpflicht nicht nur in Wien, sondern österreichweit für alle, die neu dazukommen. Das ist eine Wiener Bestimmung. Hier gab es eine klare Vorgabe auch der Stadt. Ich bin selber Seelsorger in einem unserer Seniorenhäuser. Ich halte das für richtig, weil wir hier eine Verantwortung haben, den Bewohnerinnen und Bewohnern gegenüber. In den anderen Bundesländern finden solche Gespräche statt. Ich glaube, dass man von Bundesland zu Bundesland schauen muss, was ist die richtige Antwort und die richtige Antwort, weil das ja unterschiedlich ist. Wir haben ja auch bei der Corona-Ampel zu Recht daher ein Stück weit differenziert. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir einen guten Weg finden, der das in Balance bringt. Sie haben zum Höhepunkt der Corona-Krise einen Pakt gegen die Einsamkeit gefordert. Die Regierung hat das relativ kurz darauf auch angekündigt, dass es dazu kommen wird. Es gab einen runden Tisch und dann gab es eigentlich nichts mehr. Sind Sie zu dem Thema mit der Regierung noch in Kontakt oder ist das völlig eingeschlafen? Ich glaube, es gibt zwei Themen, die stark zusammenhängen und bei beiden ich mir jetzt erwarte, dass sie in Bewegung kommen. Das eine ist das Pflegethema. Das war auch bereits vor der Corona-Krise ein großes Thema. Und wir haben gesagt, da gibt es vor einem Jahr einen Konsultationsprozess gegeben. Seit einem halben Jahr liegt ein Taskforce-Bericht vor. Wir erwarten uns, dass die Dinge jetzt in Bewegung kommen. Dazu gilt es, die vorhandenen Lücken zu schließen. Dazu ist es wichtig, die betreuenden, pflegenden Angehörigen zu entlasten. Die sind der größte Pflegedienst Österreichs. Dazu ist eine Personaloffensive ganz unerlässlich. Es gibt Daten, dass wir bis 2030 75.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter österreichweit in der Pflege brauchen werden. Da ist gut, dass es jetzt dieses Fachkräftestipendium gibt, aber es wird hier deutlich mehr noch notwendig sein. Und wir haben ein Thema benannt, das sich sehr rasch umsetzen ließe, wenn die Bundesregierung es möchte. Das ist eine Reform des Pflegegeldes. Das ist eine Bundeskompetenz. Wir sehen, wir haben ein Gutachten vor einer Woche etwa vorgestellt, wir sehen, dass hier es einen Wechsel braucht, das ist ja auch im Regierungsprogramm und in dem Taskforce-Bericht drinnen, einen Wechsel von einer defizitorientierten Pauschaleinstufung hin zu einer viel individualisierteren Einstufung. Das zweite wichtige Element dabei ist, dass die Erfahrungen derer, die in der Pflege tätig sind, deutlich mehr berücksichtigt werden müssen. Also eine Verbesserung bei den Einstufungsverfahren. Ein drittes wichtiges Element sind demenzielle Erkrankungen. Wir wissen aus der Arbeit, kaum eine Erkrankung ist so belastend wie eine Demenz. Und hier den
Erschwerniszuschlag von 25 Stunden, die sicher unzureichend sind, auf 45 zu erhöhen, wäre wichtig. Und ein viertes sind rehabilitierende Maßnahmen. Zu Ihrer Frage, was die Einsamkeit betrifft, das hängt insofern zusammen, weil Einsamkeit wie Pflege vor der Corona-Krise bereits ein Thema gewesen sind, das uns intensiv beschäftigt hat. Und durch die Krise ist hier diese stille Not ein Stück weit sichtbar geworden. Das ist auch eine Chance. Ich bin froh, dass die Bundesregierung, Kanzler, Vizekanzler hier im September des Vorjahres einen runden Tisch zum Thema Einsamkeit einberufen haben. Aber ist seither was passiert? Aber wir erwarten uns zu wenig. Zu wenig. Es wäre falsch zu sagen, es ist nichts geschehen. Aber ich glaube, es braucht jetzt so etwas wie einen Pakt gegen die Einsamkeit. Ein breites Bündnis von Bund, Ländern, Gemeinden, von Sozial- und Hilfsorganisationen. Hier gibt es eine Reihe von guten Beispielen, aber auch internationalen Erfahrungen. Ich glaube, es geht darum, diese vor den Vorhang zu bieten. Es geht darum, das Thema zu enttabuisieren. Wir wissen, und da gibt es gute Studien dazu, Einsamkeit macht krank. Sie führt dazu, dass die Lebenserwartung von Menschen sinkt. Das heißt, wenn schon nicht aus humanitären Gründen, dann sollten wir einfach aus Gründen auch der sozialen Ökonomie darauf achten, dass Menschen nicht aus der Einsamkeit sind. Und da gibt es spannende Beispiele. Ich benenne nur zwei aus der Wirtschaft eines. In den Niederlanden gibt es Supermärkte, die neben den normalen Kassen Plauderkassen anbieten. Und im Vereinigten Königreich, in Großbritannien, werden gerade Versuche gemacht zum Thema Social Prescribing. Das heißt, dass niedergelassene Ärzte an Kontaktsozialarbeiter vermitteln, die dann schauen, wo gibt es denn freiwilligen Arbeiten, wo gibt es denn Initiativen, wo jemand sich sinnvoll einbringen kann. Ich glaube, dass zum Beispiel Freiwilligkeit ein ganz wichtiges Gegenmittel gegen Einsamkeit und Vereinsamung ist. Und hier diese guten Erfahrungen zu bündeln. Wir haben selber auch Beispiele, die wir jetzt ins Leben gerufen haben, auch als unmittelbare Antwort. Ich denke etwa an das Plaudernetz, das wir gemeinsam mit der Kronenzeitung, mit Magenta begonnen haben und wo seit April, seit dem Start, mehr als 10.000 Menschen angerufen haben, um in der Einsamkeit einen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin zu finden. Das heißt, es gibt hier positive Beispiele, die gehören verstärkt. Bei der Freiwilligkeit, bei Initiativen, wie Sie es gerade erwähnt haben, da geht einiges weiter. Ansonsten höre ich raus, geht es Ihnen nicht schnell genug? Gegen welche Schwerkraft kämpfen Sie denn in diesem Fall wieder die Bundesregierung? Wir kämpfen gegen gar niemanden. Wir werben für Dinge. Wir sind überzeugt, wer den Zusammenhalt in einer Gesellschaft stärken möchte, der muss Einsamkeit bekämpfen. Und wir sehen Tag für Tag in unseren vielen Einrichtungen und Diensten, wir haben ungefähr 1600 Orte, an denen wir als Caritas tätig sind, dazu noch das Netz der Pfarrgemeinden. Wir sehen an den Orten, dass das eine stille Not für sehr viele Menschen in unserem Land ist. Wir weisen auf diese Not hin, weil wir überzeugt sind, wir können es ändern. Und der Pakt kann hier sein. Es kann hier sein, und das ist etwas, für das wir werben, dass es einen Regierungsbeauftragten für das Thema Einsamkeit braucht. Ich habe als Österreicher gelernt, wofür niemand zuständig ist, das findet auch nicht statt. Wenn es ein Gesicht gibt, wenn es eine Zuständigkeit gibt, wenn es einen Auftrag gibt, dann denke ich, ist das eine Chance. Das heißt, Pakt gegen Einsamkeit, einen Regierungsbeauftragten zu diesem Thema, Bündeln der vorhandenen Initiativen, von Enttabuisieren in anderen Ländern, hat hier zum Beispiel haben öffentlich-rechtliche Medien einen ganz wertvollen Beitrag, den sie dazu leisten, weil sie eben erkennen lassen, ich bin in dieser Not nicht alleine. Ein neues Gesicht gibt es ja, den Minister Mückstein, nicht nur zuständig jetzt für das riesige Thema Gesundheit, sondern genauso zuständig für das riesige Thema Soziales. Sind Sie mit dem Herrn Mückstein bisher genauso zufrieden in der Sozialpolitik wie in der Gesundheitspolitik? Denn ein bisschen ist der Eindruck entstanden, die Sozialpolitik kommt jetzt zu kurz oder zu wenig vor. Unsere Aufgabe ist unter jeder Bundesregierung die gleiche Not sehen und handeln, diese Hilfe von Mensch zu Mensch, von Gesicht zu Gesicht, rund um die Uhr, manchmal rund um die Welt. So gesehen freue ich mich, wünsche dem Herrn Minister auch persönlich alles Gute gewünscht für seine Aufgabe. Ich glaube, wenn man einen Schritt Abstand nimmt, muss man zwei Dinge beobachten. Das eine, wir sind über weite Strecken gut durch diese Krise gekommen.
Das heißt, ich glaube, dass die Bundesregierung etliches auch richtig gemacht hat. Die Kurzarbeit und ähnliche Dinge haben sich hier bewährt. Und was sich hier zeigt, ist, der Sozialstaat hat sich bewährt. Wir können uns einen vernünftigen Sozialstaat leisten. Wir können uns nicht leisten, ohne ihn zu sein. Ich erinnere mich schon an die, die gesagt haben, wir haben zu viel Spitalsbetten und, und. Und ich habe jetzt gar nichts davon gehört. Auf der anderen Seite nehmen wir den Druck wahr, der für viele Menschen in unserem Land größer geworden ist. Ich war letzthin in einer unserer Lebensmittelausgabestellen. Wir geben pro Woche derzeit etwa 1000 Lebensmittel- und Hygieneartikelpakete aus. Das ist mehr als im Vorjahr. Das ist ein Zuwachs. Wir haben in den heißesten Phasen einen Zuwachs von zum Teil 20, 30, 40% in der Sozialberatung gehabt. Vor wenigen Tagen hat die Caritas Graz Alarm geschlagen, dass es einen starken Zuwachs bei den Beratungen im Bereich der Delogierungsprävention gibt, wo Menschen sagen, wir haben unsere Ersparnisse verbraucht und wir wissen nicht mehr weiter. Es kommen Menschen zu uns in die Caritas, die nie gedacht hätten, dass sie eines Tages die Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Das heißt, für viele ist aus der Gesundheitskrise längst auch eine soziale Krise geworden. Und ich erwarte mir hier eigentlich auch einen sozialen Wiederaufbauplan für Österreich seitens der Bundesregierung und eine Garantieerklärung, dass die Sanierung der Krise nicht auf Kosten der Schwächsten erfolgen darf. Da sind wir schon mitten beim nächsten Thema, nämlich dass eben die Corona-Krise sehr viele Menschen in die Armut gestürzt hat. Auf der anderen Seite hört man aber auch von Unternehmern, teilweise von Gastronomen, dass sie mit Förderungen nur so überschüttet worden sind. Und so mancher sagt, eigentlich hat er noch nie so gut verdient wie im Lockdown. Jetzt hat die Regierung insgesamt 50 Milliarden Euro für die Corona-Hilfen veranschlagt. Aus Ihrer Sicht, ist das Geld wirklich bei den richtigen Stellen angekommen? Ist es dort, wo es gebraucht wird? Also zum Ersten, ich bin überzeugt, wir kommen mit Neiddebatten nicht weiter, weder am oberen Rand der Gesellschaft noch am unteren Rand der Gesellschaft. Das ist ja auch spannend. Vor wenigen Tagen ist eine Studie veröffentlicht worden, dass auch in Österreich, dieser Capgemini-Report, dass auch in Österreich 1919 auf 1920 die Zahl der Dollarmillionäre um 8000 gestiegen ist. Also ein Stück weit ist nicht die Frage, was wir uns leisten können, sondern was wir uns leisten wollen. Ich glaube, die Bundesregierung hat zu Recht und der Finanzminister zu Recht gesagt, whatever it takes, was immer notwendig ist, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Das werde ich jetzt nicht kritisieren. Aber ich erwarte mir die gleiche Entschiedenheit, die gleiche Energie und die gleiche Tatkraft, wenn es jetzt darum geht, auch das Soziale stabil zu halten. Das heißt, die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft und die Qualität der sozialen Sicherheit in einem Land, das sind zwei Pfeiler ein und derselben Brücke. Und im Sozialen sind ein paar Themen zu benennen. Ich benenne nur einige. Wir haben jetzt einen Rückgang bei der Arbeitslosigkeit, aber die Langzeitarbeitslosigkeit ist nach wie vor erschreckend hoch. Ich glaube, es ist wichtig, Christoph Badelt hat das angeregt, den Corona-Nothilfefonds noch zu verlängern und auch noch einmal den Zuschuss zum Arbeitslosengeld auszuzahlen. Aber wir müssen schauen, ist das Arbeitslosengeld, bewahrt es auf Sicht vor Armut? Das heißt, ich erwarte mir hier schon eine Anhebung des Arbeitslosengeldes auf ein armutsfestes Niveau. Ich glaube, ein zweites Themenfeld, das man hier benennen kann, ist die Mindestsicherung. Hier ist eingetroffen, was wir auch gesagt haben. Es ist bürokratischer geworden, dafür erhalten die Menschen weniger Hilfe. Das ist eine schlechte Kombination. Bei Kindern müssen wir genau hinsehen. Also es gibt eine Reihe von Feldern. Stichwort Arbeitslosengeld. Der Arbeitsminister Martin Kocher hat jetzt angekündigt, man wird jetzt den Druck auf Arbeitslose wieder erhöhen. Arbeitslose, die zumutbare Stellen nicht annehmen, denen drohen Sanktionen beim Arbeitslosengeld oder auch bei der Notstandshilfe. Ist das der richtige Weg aus Ihrer Sicht? Ich glaube zunächst, dass der Druck, der erhöht wird, noch keine einzige Arbeitsstelle schafft. Ich glaube, dass hier mehrere Punkte wichtig sind. Ich habe den ersten benannt, das ist, das Arbeitslosengeld muss zusammen mit der Notstandshilfe, Arbeitslosengeld, Notstandshilfe braucht es beide, ausreichen, dass Menschen nicht und Familien nicht in Armut abrutschen. Ich glaube, das zweite Wichtige ist, mit der Aktion Sprungbrett ist hier durchaus etwas Sinnvolles gelungen, aber es wird wichtig sein, die auch gut an die vorhandenen Projekte anzubinden, damit Menschen, die mehrfache Vermittlungshindernisse haben, auch Möglichkeiten des Zustiegs
finden. Hier gibt es eine ganze Reihe von Erfahrungen. Ich glaube, dass das AMS jetzt gefordert ist und auch gute Arbeit leistet über weite Strecken. Ich sage das durchaus mit einem Danke, dass es hier aber mehr Flexibilität braucht, um passgenaue Angebote zu schaffen. Ich war selber mit dem Minister Kocher letzthin in einem unserer Projekte für die Gruppe der NEETs. Das sind junge Jugendliche, die den Zustieg in den Arbeitsmarkt nicht geschafft haben. Also No Employment, Education oder Training, das meint die Kurzabkürzung NEET. Und wir sehen, wie wichtig das ist. Das heißt, alle diese Dinge braucht es. Und es ist wichtig, vorher anzufangen. Das heißt, das Thema Zugang zur Bildung zum Beispiel ist ein ganz entscheidendes. Aber verstehe ich Sie da jetzt richtig? Das Signal war ein falsches und der Vorstoß ist ein falscher auch zum jetzigen Zeitpunkt? Ich glaube, dass man auf Sicht über einige Dinge beim Thema auch Arbeitslosengeld reden kann. Es gibt ja Vorschläge, die darauf abzielen, es zunächst einmal höher zu machen und dann degressiv auszugestalten. Ich glaube, im einen wie im anderen Fall muss es armutsfest sein. Das schuldet man letztlich auch den Familien und den Kindern. Ich glaube, dass die Notstandshilfe sich bewährt hat und nicht in Frage gestellt wird. Also man kann über verschiedene Dinge miteinander reden, aber es ist ja nicht so, als hätte jetzt in der Vergangenheit das AMS hier seinen Job nicht gemacht. Da sind ja Mahnungen ausgesprochen worden, da hat es ja Kürzungen gegeben. Wenn, dann macht es Sinn, eine Gesamtreform sinnvoll auf den Boden zu bringen und nicht an einzelnen Stellen den Druck aufzubauen. Der Vorschlag, den Sie da angesprochen haben, das kam ursprünglich aus dem Wirtschaftsbund, auch aus der Wirtschaftskammer, von Wirtschaftskammerseite zunächst 70%, später bis möglicherweise unter 40%. Ist das ein Prozentsatz, wo Sie sagen, dass das wäre in Ordnung? Die 40 sind sicherlich nicht lebensnahe. Ich glaube, das ist oft ein Thema, das politisch Verantwortliche ein Stück weit von der Lebensrealität von Menschen entfernt sind. Und ich glaube, das trifft auf eine Reihe von Feldern zu. Wenn die Sozialhilfe neu eingeführt worden ist, haben wir von Anfang an gesagt, was bedeutet denn das für kinderreiche Familien, wenn die Wohnkosten einfach nicht angemessen angesetzt sind, wenn die Kinderzuschläge so niedrig sind, dann hat sie zum Glück der Verfassungsgerichtshof aufgehoben, weil sie einfach so realitätsfern waren. Also ich glaube hier, das ist ein Vorschlag, der nicht sehr realitätsnahe ist, aber ich glaube über die Grundgedanken, höhere Einstiege, dann degressiv, über all die Dinge kann man reden, aber ich bin nicht sicher, ob das der richtige Zeitpunkt jetzt dafür ist. Zeitpunkt ist ein gutes Stichwort. Wir sind schon relativ knapp in der Zeit, wollen aber ein aktuelles Thema noch mal ansprechen, weil es zuletzt einen Bericht oder einen Expertenaustausch gegeben hat zum heiklen Thema Sterbehilfe. Da geht es ja darum, Beihilfe zum Suizid wird ab dem nächsten Jahr nicht mehr strafbar sein. Und da muss das Gesetz aber erst ausformuliert werden. Da wird intensiv gerungen und die Caritas hat zuletzt gesagt, man müsse Betroffenen eben bessere Palliativbetreuung unter anderem geben. Muss man aber Betroffenen nicht auch zugestehen, dass es für sie möglicherweise damit nicht mehr getan ist, sondern es ihnen eben um dieses eine tödliche Medikament geht? Das ist eine heikle Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs gewesen. Ein Stück weit auch deshalb heikel, weil es eigentlich seit 2000 einen sehr breiten Konsens seit der parlamentarischen Enquete über alle politischen Parteien hinweg gab, dass Menschen an der Hand eines Menschen sterben sollen, nicht durch die Hand eines anderen Menschen. Und ich habe hier im Kopf ein Gespräch mit der Frau Dr. Liesl Bittermann, der damaligen Gesundheitssprecherin aus dem Bereich der Sozialdemokratie, die ausdrücklich, und das ist mir auch an der Stelle wichtig, nicht irgendwie religiös argumentiert hat, sondern gesagt hat, als Ärztin ist dir das oft begegnet, dass Menschen gebeten haben, haben Sie nicht eine Spritze für mich? Und die einige Tage danach heilfroh waren, dass man diesem Wunsch nicht Folge geleistet hat, weil das eben auch Teil des Sterbeprozesses ist, weil es diese depressiven Phasen gibt. Das heißt, es ist eine heikle Entscheidung. Aus Sicht der Praxis, der Caritas-Arbeit, glaube ich, kann man zwei Dinge benennen. Das eine, wir sehen, die beste Suizidprävention ist die Hospiz- und Palliativversorgung, hier einen flächendeckenden Ausbau sicherzustellen. Das ist ja etwas, auf das auch der Verfassungsgerichtshof hingewiesen hat. Das steht an, hier gibt es Pläne, seitens, die auch von allen nicht in Zweifel gezogen werden, seitens der
der GÖK, der Gesundheit Österreich GmbH, beziehungsweise vorher das ÖBIG, die gehören umgesetzt und es braucht hier auch eine Finanzierung für das Leben. Das heißt, das wird nicht funktionieren, wenn nicht auch die entsprechende Finanzierung sichergestellt ist. Wir sind überzeugt, es braucht diesen flächendeckenden, leichten und leistbaren Zugang zur Hospiz- und Palliativversorgung. Wir haben eine gute Versorgung in Österreich, in den anderen Feldern im Gesundheitsbereich. Das ist wie bei einem Flieger, nur beim letzten Stück, beim schwersten Teil, bei der Landung steigt der Pilot aus. Niemand käme auf die Idee, für einen gebrochenen Fuß Spenden zu sammeln. Also hier, das gehört in die Regelfinanzierung hinein. Und ein zweiter Punkt da noch, da ist der Gesetzgeber massiv gefordert, auch das hat der Verfassungsgerichtshof benannt, dafür zu sorgen, dass keine Geschäftemacherei damit stattfindet, dass kein Druck auf Menschen ausgeübt wird. Menschen, gerade ältere Menschen, ich weiß es aus vielen Gesprächen, wollen ja niemandem zur Last fallen. Ich glaube, dass auch kein Druck auf Ärzte, auf anderes Personal ausgeübt werden kann, darf auch nicht ein Direktor oder Indirektor auf Träger. Also hier ist der Gesetzgeber jetzt massiv gefordert. Da gibt es gute Vorschläge auch vom Dachverband Hospiz Österreich, der da, glaube ich, eine sehr kluge Linie fährt. Es gab im letzten Jahr den Fernsehfilm Gott von Ferdinand von Schirach. Ich weiß nicht, ob Sie ihn gesehen haben. Also ich weiß, dass Sie keinen Fernseher haben, aber vielleicht haben Sie den Film ja woanders oder sonst wie gesehen. Da geht es auch um das Thema Sterbehilfe. Vor einem fiktiven Ethikrat wird dieses Thema dort diskutiert. Das ist ein älterer Mann, der also irgendwie recht lang und breit darlegt, warum er nicht mehr leben möchte und eben um ein tödliches Medikament bittet. Und der Clou dieses Films, also am Ende des Films, konnten die Fernsehzuschauer abstimmen. Die Abstimmung in Deutschland war ganz eindeutig. 70% haben gesagt, ja, der Mann soll das tödliche Medikament bekommen. Ist das nicht auch ein klarer Hinweis, dass die Leute auch einfach ein selbstbestimmtes Sterben möchten? Ich glaube, es hängt so wie bei Umfragen viel von der Frage, hier viel vom Schauspiel ab. Ich denke, dass hier schon ein Stück weit eine Ethik der Vorsicht wichtig ist. Ich habe hier die Entwicklung der Zahlen international vor Augen, etwa in den Niederlanden, aber auch in den USA, Oregon. Das sind Dinge, die schon nachdenklich stimmen. Jetzt gibt es dieses Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs, das gilt. Aber ich glaube, hier wird man sehr genau hinschauen müssen, dass es durch entsprechend mehrstufige Verfahren sichergestellt ist, dass es keinen Druck gibt, dass Menschen tatsächlich in einer Situation sind, wo sie nicht unter Druck gesetzt werden, wo die Geschäftemacherei unterbunden ist. Hier werden wir den Vorgang ganz sicher begleiten mit den Mitarbeiterinnen. Unsere Generalsekretärin ist die, die hier auch an diesem Gesprächsvorgang teilgenommen hat. Ich habe gelernt, es ist gut, das Leben nicht zu verkürzen, aber auch das Sterben nicht zu künstlich zu verlängern. Das ist ja auch der Grund, warum wir uns etwa für die Patientenverfügung stark gemacht haben. Und ich glaube, dass das eine lebensnahe Antwort ist. Und das zeigt eigentlich auch die Erfahrung der Praxis. Ich würde noch gerne einen letzten Themenwechsel machen, nämlich zu den ÖVP-Chats, in denen ja auch die Kirche vorkommt. Sie haben es geahnt, es kommt natürlich vor. Da gibt es eine Konversation zwischen Bundeskanzler Kurz und dem ehemaligen ÖBAG-Chef Thomas Schmidt. Thomas Schmidt hat den Generalsekretär der Bischofskonferenz getroffen und hat ihm eine Verschlechterung in Aussicht gestellt. Und er schreibt dann nachher dem Bundeskanzler, er war zunächst rot, dann blass, dann zittrig. Sebastian Kurz hat darauf geantwortet, bitte Vollgas geben. Sie haben daraufhin, wenn ich mich recht erinnere, eine öffentliche Entschuldigung des Bundeskanzlers gefordert. Also die habe ich zumindest nicht gehört. Haben Sie eine persönliche Entschuldigung bekommen? Also es sind, glaube ich, zwei verschiedene Dinge. Das eine ist dieser Austausch mit dem Generalsekretär der Bischofskonferenz. Da hat der Peter Schipka, glaube ich, recht klar dazu Position bezogen. Der hat gesagt, wenn man die Chats so durchliest, die sind schon peinlich, aber eher nicht für ihn. Und das trifft es, glaube ich. Ich glaube, es gab eine Aussprache und ich denke, das ist da erledigt. Mir ging es um etwas anderes, das ich benannt habe, nämlich diese Chats, wenn man sie liest, geben doch einen relativ tiefen Einblick in den Maschinenraum der Republik, in den Maschinenraum der Macht. Und ich habe mir beim Lesen gedacht,
so genau wollte ich das gar nicht wissen. Das heißt, auf der einen Seite war damals Rekordarbeitslosigkeit und auf der anderen Seite gewinnt man den Eindruck, die Weise, wie hier Spitzenpositionen vergeben werden, so wie sich das darstellt, irritiert. Und das ist nicht nur mir so gegangen, sondern ganz offensichtlich sehr, sehr vielen Menschen. Ich glaube, dass der Bundeskanzler, bei mir muss er sich nicht entschuldigen, es geht darum, ich hätte mir ein Stück weit erwartet oder gewünscht, hier auch ein klärendes Wort, weil ich glaube, vielleicht bin ich da altmodisch, aber ich glaube, dass da einem niemandem ein Stein aus der Krone fällt. Und auf der anderen Seite bin ich sehr sicher, dass ihm das heute selber auch unangenehm ist. Und das heißt, und er das ist so jetzt nicht mehr ein nochmaliger würde. Aufruf einer Entschuldigung an den Bundeskanzler. Für mich ist die Sache abgeschlossen. Mir tut es ein bisschen deshalb leid, weil es ja falsch wäre, die Arbeit der Bundesregierung, die, ich habe es vorher gesagt, über weite Strecken gut war, sozusagen in dieses Licht dieser SMS-Geschichten zu tauschen. Manches kann man auch nachvollziehen. Nicht mehr klar ist, wie man mit Leuten arbeiten, mit denen man vertraut ist und wo man Vertrauen hat. Trotzdem habe ich mir gedacht, ich würde es so nicht lesen wollen. Ich glaube, er würde es heute so nicht mehr schreiben. Ich glaube, es soll damit erledigt sein. Vielleicht auch unabhängig von den Chats. Sie kennen Kanzler Kurz und haben ihn lange beobachtet und begleitet, auch schon damals als Integrationsstaatssekretär. Hat sich da inzwischen das Verhältnis abgekühlt? Also ich sage dazu zwei Dinge. Das Erste, ich habe es vorher schon gesagt, unsere Aufgabe ist unter jeder Bundesregierung die gleiche, Not sehen und handeln. Und die Caritas ist jetzt nicht rot, grün, blau, pink, schwarz, türkis, whatsoever. Wir sind nicht auf der Seite einer politischen Partei, sondern wir sind auf der Seite der Armen. Das Evangelium ist kein Parteiprogramm. Was mir aber auffällt, und das möchte ich nicht auf irgendeine Person oder eine Partei beziehen, mir fällt auf, dass die Tonalität in der Republik hier zurzeit irritierend ist. Wir haben in der Pandemie, das würde ich gerne vertiefen. Würden Sie dafür auch die Bundesregierung verantwortlich machen? Ich mache es ganz schnell. Wir haben in der Pandemie gelernt, dass es Mindestabstand braucht, um sie zu bekämpfen. Ich bin überzeugt, es ist jetzt notwendig, auch in der Politik zu einem Mindestanstand zurückzukehren. Wer lässt den vermissen und wodurch? Ganz kurz Abgeordnete noch. Sich wechselseitig beschimpfen, wenn in Chats zum Teil Unsägliches zu lesen ist, wenn statt die politische Auseinandersetzung auf Augenhöhe zu führen, der Weg auf die Gerichte gewählt wird, dann ist das eine Form des Umgangs, die, glaube ich, für die Republik nicht gut ist. Ich erwarte mir, dass es sozusagen dafür, ich möchte gerne werben für Respekt und Gespräch auf Augenhöhe. Das heißt, was hat Österreich groß gemacht? Die Bereitschaft, zusammenzustehen, anzupacken und auf die Schwächsten nicht zu vergessen. Und diesen Mindestanstand in der Politik einzumahnen, dafür zu werben, das ist das, worum es mir an dieser Stelle geht. Ein doch recht deutlicher Appell noch zum Schluss an die Politik, an die Politik. Ja, wir sind bereits am Ende der Sendezeit. Es war die letzte Pressestunde vor der Sommerpause. Nachzuhören auch im Podcast. Das Team arbeitet gleich weiter für die ORF-Sommergespräche mit Lou Lorenz-Dittelbacher ab dem 9. August. Und hier geht es weiter mit dem Hohen Haus und Rebecca Salzer. Gast im Studio ist Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka zum Parlamentskehr aus. Ihnen von uns allen herzlichen Dank fürs Zusehen und einen schönen Sommer.